ein Segen für ihre Haut. Sie werden sehen, schon nach einigen Tagen wird eine dunkle Farbe. Auf der Decke liegt ein schönes Mädchen. Sechs Minuten, 24 Sekunden, 3/10. Am Dienstag warst du schneller. Hm. Dann musst du es an einem Dienstag kriegen. Hi, ist es etwa soweit? Nein, noch nicht. Wieder nicht. Vielen Dank. Es wird bestimmt ein Mädchen. Ganz bestimmt. Ich liebe dich. Und es wird ein Junge. Geht dauernd von selbst auf. Sifbrunn. Kommen Sie rein. Danke. Kaffee? Nein, danke. Trinken Sie nie Kaffee? Doch. Sie werden Vater? Ja. Im Dezember. Gratuliere. Danke. Meine Schwester. Margrethe Brink-Monsen. 25 Jahre.
Prostituierte. Sie ist seit Freitag verschwunden. Warum genau Freitag? Am Freitag lade ich sie immer zum Essen ein. Okay. Geht Ihre Schwester auf den Straßenstrich? Nein, ich glaube, die Männer kommen zu ihr nach Hause. Sie wohnt in Schlettebacken. Adresse? Amauer Hansenstraße 17. Waren Sie schon in der Wohnung? Ja, sie ist nicht dort. Sie geht auch nicht ans Telefon. Noch mehr Familie? Nein. Keine Verwandten? Unsere Mutter ist vor 2 Jahren gestorben. Haben Sie den Notdienst angerufen? Ja. Das Krankenhaus? Ja. Waren Sie bei der Polizei? Sie waren also nicht bei der Polizei. Okay. Wenn Sie mich anrufen möchten? Verheiratet? Wie bitte? Sie haben einen anderen Nachnamen. Sind Sie verheiratet? Nein. Wiedersehen. Moment. Machen Sie bloß keinen Unsinn. Käme mir nie in den Sinn. Soll ich mal raten? Ja. Sie ist jung. Jung, frech und unsicher. Sie wird vermisst. Lebt nicht auf der Sonnenseite des Lebens. Volltreffer? Die Schattenseite. Danach suche ich immer. Hier gibt es bald keine Katzen mehr. Sie hängen sie auf und erschlagen sie. Der Tod tritt nicht durch Strangulation ein. Sie werden einfach aufgehängt und dann erschlagen. Verstehst du das? Ich find's unglaublich. Außerdem sind es immer Katzen von alten Frauen. Frauen, die einsam sind. Ja, ja. Die netten Streiche unserer Jugend. Ja. Bringt Munzen. Margrethe. Seit Freitag vermisst. Hat ihr Aussehen verändert, trägt das Haar kürzer. Überprüfst du Flugzeuge, Schiffe, Züge? Keine Busse? Und Busse. Noch was? Nein. Es waren 3 Geschwister? Verwahrlostes Zuhause? Das Jugendamt wurde eingeschaltet. Es gab ein Nachbarschaftskomitee mit einer Lil Mobeck als Sprecherin. Sie wurden unter Vormundschaft gestellt. Das Ganze lief nicht besonders gut. Die Kinder wurden von einer Stelle zur anderen gereicht. Weißt du nicht mehr, 95? Du hast doch mal für den Verein gearbeitet. Und klingelt da nichts bei dir? Wir sehen uns. Bau keinen Mist.
Der bravste Junge im Schlafsaal 1. Er wurde nach 2 Tagen nach Hause geschickt, weil... Mach nicht, was deine Mutter sagt, Jens. Sie ist dumm. Du musst erwachsen werden. Weil ich Vater werde? Ein Nachbarschaftskomitee hatte die Verantwortung übernommen. Ja. Brink Monson. Hast du die Adresse? Von dem Elternhaus. Und dann noch die Schleife. Es wäre nett, wenn du mir die Akte schickst. Jeder hat eine eigene Akte. Was würde ich nur ohne das Jugendamt machen? Ich schulde euch eine Flasche. Danke. Was wird mal aus dir werden? Ein Skispringer? Ein Opernstar? Oder wirst du wie dein Vater? Ja. Ist seit 2 Jahren unbewohnt. Hey. Seit Else tot ist. Okay. Grönlandhunde? Nein, Huskies. Huskies haben einen besseren Stoffwechsel. Grönlandhunde sind mehr Kuscheltiere. Ralf Thorvaldsen, ich wohne hier. Das sind meine Hunde. Im Komitee waren Sie einer der Vormunde von Margarete Brink-Monson. Das war 95. Ja, hätte ich nur auf meine verstorbene Frau gehört. Um es mal mit Lils Worten zu sagen, jeder von den dreien war mehr wert, als das Jugendamt dachte. Lil Mobeck? Sie war auch ein Vormund. Ja, sie wohnt gleich dort drüben. Ist sie zu Hause? Nein. Soviel ich weiß, besuchen Sie die Schwiegermutter in Stavanger. Ah, ich suche Margarete. Ist Maggie auch weg? Was meinen Sie mit auch? Na, Margarete. Also, KG ist auch verschwunden. Karl Gunnar, der Bruder. Er ist nicht vom Wochenendfreigang zurückgekommen. Ich war auch sein Vormund. Karl Gunnar saß im Gerichtssaal. Ich konnte nicht verstehen, was so schlimm daran war, dass er einen Barkeeper fast umgebracht hätte, weil der ihm keinen Alkohol mehr geben wollte. Wie sagten Sie nochmal, heißen Sie? Sagte ich nicht. Nein. Kommen Sie rein. Könnten Sie bitte die Schuhe ausziehen? Es gibt ein frühes Abendessen, aber ich habe vergessen, deinen Lieblingskäse einzukaufen. Die Bluse ist hübsch. Bis später. Fantastische Aussicht. Gibt's was Neues? Nicht sehr viel.
Sie haben keine Familie. Außer Ihrer Schwester. KG ist nach einem Wochenende nicht zurückgekommen. Er hatte Freigang von Freitag bis Montag. Ihr Bruder, den Sie ja nicht kennen, hat das Gefängnis an dem Tag verlassen, an dem Ihre Schwester verschwunden ist. Zufall? War die Polizei schon bei Ihnen? Nein. Sie war bei Thorvaldsen. Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit Thorvaldsen? Er ist unwichtig. Haben Sie ein Foto von ihm? Von Karl Gunnar? Ah. Ich habe nur das eine. Ich werde gut drauf aufpassen. Wollen Sie mehr Geld? Sie bluten. KG ist also nicht ins Gefängnis zurückgekommen? KG, ja, der ist verschwunden. Er war total scharf auf Anabolika und hielt den Gefängnisrekord im Fitnessstudio. Super Kerl, toller Körper. Quittung? Nicht nötig. Haben Sie Schokolade dabei? Ja. Gut, sonst redet er nicht mit Ihnen. Dann können Sie es vergessen. Falls es mit ihm Schwierigkeiten gibt. Wieso denkst du, ich würde dir Informationen über Karl Gunnar Brink-Monsen geben? Ich suche seine kleine Schwester. Finde ich ihn, finde ich sie, dann mache ich Ferien. Eine Sendung Anabolika, versteckt in gefrorenen Hühnchen, sollte ins Gefängnis geschmuggelt werden. Sie ist am Freitag verschwunden. Schreibst du nicht auf? KG hat sie gestohlen. Eine Frage, hast du die Schokolade eingewickelt? Wo hat es gestohlen? Dann schmecken deine Finger nicht nach Schokolade? Nein. Willst du an meinen lecken? Nein. Wo hat er das Zeug gestohlen? Mit dem Ottomankreuz. Wer hat das Zeug besorgt? Die Besuchszeit ist um. Wer? So viel Schokolade hast du nicht, mein Junge. Chili. Man sollte Respekt davor haben. Vielleicht sogar ein wenig Angst. Capsaicin. Das brennt schlimmer als die Hölle. Es gab mal einen gewissen Wilbur Scoville, der wollte den Schärfegrad der Chilis bestimmen. Er hat sie getrocknet, pulverisiert und dann unter die Zunge seiner Versuchskaninchen gelegt, um den Effekt zu sehen. Tabasco hat 30.000 Scoville, aber im Vergleich zur schärfsten Chili, Nagayolukia, ist das nur Zuckerwasser. So wird das was. Ich suche das Pulverfeeling, verstehst du, Lars? Das Pulver.
Lars! Lars! Ich war's nicht. Es war KG. KG! Nagayolokia. Gespenster Chili. Ich war's nicht. Ich hab nicht gequatscht. Ehrlich, ich hab nicht verraten. Wohin sind die Hühnchen verschwunden? Die Pillen sind da draußen. Die Zeit läuft. Ist das Wasser? Ja. Bist du sicher? Du kennst die Diebe, das ist gut. Wir waren in der Wohnung seiner Schwester. Noch besser. Dort lag die Tasche von mir. Super. Es gibt nur ein Problem. Die Tasche war leer. Jetzt hast du ein Riesenproblem. Du musst gequatscht haben. Doch, du musst gequatscht haben, denn ich war's nicht. Und Rolf labert nur dummes Zeug. Das heißt, du hast gequatscht. Einer, den du kennst, hat dich betrogen. Und ich muss jetzt an dir ein Exempel statuieren. Sing Halleluja mit Furcht im Herzen. Du sollst mich ansehen, wenn ich mit dir spreche! Können wir uns darauf einigen? 1,3. 1,2 Millionen und wir sind quitt. Viel Vergnügen. Kameras aufgestellt, weil hier Prostitution verboten ist. In einer Nacht haben wir mal 8 erwischt. Okay. Die Kameras könnten auch einen Diebstahl aufgenommen haben, der zu Margarete Brink-Monsen führt. Sagt dir das was? Na klar. KG, Margaretes Bruder, hat Anabolika gestohlen, die ins Gefängnis geschmuggelt werden sollten. Musst du wissen, wann? Ich kann das für dich rausfinden. Ich habe Leute für solche Jobs. Amre, hast du nicht Lust, mal eine kleine Auszeit von deinen Kätzchen zu nehmen, um rauszufinden, wer das Zeug ins Gefängnis schmuggelt? Andere Seite. Mach du das bitte. Ein alter Bekannter, heißt Lars Mikkelsen. Vorbestraft. Karl Gunnar Brink-Monsen. Ja, er wollte nach Amsterdam. Du hast mich gebeten, das zu checken. Die Geschwister wollten am Freitag nach Amsterdam fliegen. Aber sie sind nicht aufgetaucht. Warum hast du nicht angerufen? Tja. Unglaublich. Da läutet keine Glocke bei der Polizei, wenn ein Kerl, der einsitzt, Flugtickets bestellt. Das hat sie sogar. Ah. Nur sie hat zu spät geläutet. Ja, aber sie hat geläutet. Stopp mal. Hier? Ja, und dann wieder starten. Gut so. Toll. Ab jetzt kannst du's. Ist nicht so kompliziert, wie ich dachte. Ist es nicht. Was findest du nur an dem schwedischen König? Ah, ich bin nun mal fürs Königshaus. Warum? Sie haben keinerlei Macht. Nein, Gott sei Dank. Welchen Sinn hat die Monarchie heute? Gute Werbung. Sif, im Ernst, erklär's mir bitte. Naja, unser Kronprinz ist ein netter Kerl. Er geht zu Klimakonferenzen und kümmert sich um Bedürftige. Und er twittert. Er twittert? Ein super Typ, ein Spitzentitel. Ich sag dir was. Märta und Ari.
Das Traumpaar schlechthin. Sehr volkstümlich. Volkstümlich, ja? Das sind sie. Märte hat eine spirituelle Seite und kann sich mit Engeln unterhalten. Und Ari, ein eitler Pfau. Hast du die fantastischen Tassen gesehen, hä? Überzeugt? Es tut gut, immer recht zu haben. Oh, verdammt nochmal. Was hast du? Danke. Was ist los mit dir? Du hattest die Bluse nicht an. Ist das der Grund? Sie hat einen Fleck. Ein Rotweinfleck. Du bist so nett. Willst du darüber reden? Ich will nicht reden, Sif. Etwas, was mir gehört, ist weg. Ich kann Leute, die quatschen, nicht mehr ertragen. Ja, das verstehe ich. Vorsicht. Piss in Zukunft nicht mehr direkt vor den Überwachungskameras! Es ist alles auf Band! Ich sollte nur Hühnchen liefern, sonst nicht! Du Hühnchen! Ah!
Ruf mich an, wenn du jemanden zum Reden brauchst. Ich lass dir meine Karte hier. Lars? Siehst du was da drin? Nummer 10, Maradona. Nein, das ist Rooney. Spielen wir? Heute nicht. Geh auf den Spielplatz. Park Veum. Er weiß von dem Diebstahl. Was soll die dämliche Sonnenbrille? Hä? Du trägst hier drin eine Sonnenbrille. Rolf, geh in den Bunker und check, ob alles okay ist. Du kannst mitgehen. Ein unkluger Mann, der zu anderen kommt, schweigt am besten still, steht in der Edda. Lars! Lars! Du schuldest mir was. Die Edda. Wie viel Wahres steht doch in alten Büchern? Es wurde auch mal Zeit. Ist das Jahre hier oder Jahrzehnte? Man hat mich hergeschickt. Neuigkeiten. Ach je. Wirst du nicht Vater? Ich kann dir nur raten, mit dem nicht zu spielen. Nein. Wetten, dass der nur Spiele für Erwachsene kennt? Er hat sicher einen Sandkasten. Du wirst sehen. Vielleicht sitzen da drin ja die Geschwister Brinkmonsen mit ihren Plastikschäufelchen. Aus dem bekommst du auch nichts raus. Jetzt ist aber gut. Das reicht. Hören Sie mit der Schnippelei auf. Ich bin zufrieden. Zufrieden? Auch mit den Ohren? Ja, gerade mit den Ohren, ja. Jetzt lass mal sehen. Schelm Maltes. So richtig unsympathisch. Leider musste ihn die Mordkommission gehen lassen. Ich konnte in dem Fall nichts machen. Der Staatsanwalt hat uns gestoppt. Jetzt hat ihn die Drogenfahndung im Visier. Keine Ahnung, ob die ihm was anhängen können. Jedenfalls werden sie nicht allzu begeistert sein, wenn du in ihrem Revier wilderst. Zu schade. Aha. Wirklich zu schade.
Vielleicht wäscht Maltes was anderes als Laken. Wollen wir nachsehen? Hast du was Wasserdichtes, William? Hast du Beweise? Hast du Fingerabdrücke? Hast du irgendwas in der Hand? Ja, ich habe meine Intuition. Was soll ich dazu sagen? Da gibt's nichts zu sagen. Nein. Mal sehen, wie lange ich es schaffe, am Schreibtisch zu sitzen. Das ist so beschissen. Unterschätze Maltes nicht, auch wenn er im Grunde kaum noch Freunde hat. Die haben wir auch nicht. Wie viel kostet dieses dämliche Haare schneiden? Das ist echt rausgeworfenes Geld. Eine kleine Auswahl an Käsesorten. Hier ein frischer Krümelkäse, ein Marcellin. Welcher Käse ist pasteurisiert? Da würde ich Ihnen zu einem Stückchen Brie raten. Rohmilchkäse empfiehlt sich nicht, wenn man schwanger ist. Und nun zu den Getränken. Einen kleinen Sancerre für Sie und Ihnen wurde bestimmt von Ihrem Arzt ein stilles Mineralwasser empfohlen. Richtig so? Ja, danke. Es ist schön hier. Vagreum. Guten Abend, das ist meine Mutter. Sie sind seine Partnerin? Ja. Karin Björk, das freut mich sehr. Ich bin Shane Maltes. Mama, sieh doch mal. Diese Dame ist schwanger. Da hat jemand einen Volltreffer gelandet. Darf ich mal fühlen? Hey, ich glaube, es strampelt. Passen Sie auf das Kleine auf. Ich habe eine Wäscherei, da sehe ich immer wieder, was eine plötzliche Fehlgeburt auf Laken so anrichten kann. Aber wir wollen nicht stören. Komm, Mama, amüsieren wir uns. Ich will nach Hause. Warte kurz. Schöne Grüße an den Wäschekönig. Ich weiß, was er gemeint hat. Der unwerte Mann denkt ewig zu leben, wenn er vor Gefechten flieht. Du musst weg. Du bist hier nicht sicher. Nur für ein paar Tage. Bis ich gefunden habe, was ich suche. Mach dir keine Sorgen. Hi. Vielen Dank. Lust auf ein kleines Abenteuer? Das ist Karl Gunnar Brink-Monzen. Der Mann, den du suchst, er ist tot. Alle Teile stammen von einem Körper. Gleiche DNA. Diesen Teil hat ein Penner gefunden. Er brauchte Geld und dachte, es wäre eine Flasche. Wo? In der Mülltonne in Nornes. Und der Rest? Das in einer Mülltonne im Parkweg 4A. Negersheuten. Richtig. Das war in der Mülltonne eines Kindergartens. Wie heißt der Mitbück da? In Osana. Gehört zu Bergen. Ah. Das ist ein Knöchel. Der lag in einer Schachtel vor dem Brandstadion. Die anderen Teile waren verstreut. Liegt da vielleicht auch der andere Knöchel? Möglich, aber die Spurensicherung tut sich schwer. Da hat inzwischen ein Fußballspiel stattgefunden.
Die Leichenteile waren über die ganze Stadt verteilt. Kein erkennbares Muster. Und der Knöchel war da drin eingepackt? Ja. Zufrieden? Sehr zufrieden. Glaubst du immer noch, dass Malchus dahinter steckt? Er hat Karen bedroht. Du hast doch seine Mutter kennengelernt. War sie nett? Ja, ja, wir folgen dir, wir folgen dir. Ja, ja, ja. Dir hätte sie gefallen. Hey. Also jetzt erzähle ich dir was. Ein Grundstück wurde zum Verkauf angeboten, ein riesengroßes Grundstück. Und Malchus wollte es haben. Allerdings gab es da auch noch einen anderen Interessenten. Malchus bekam den Zuschlag, denn der andere war verschwunden. Ah. Sie haben ihn so etwa ein Jahr danach gefunden. Oder besser gesagt seine Überreste. In einer Tonne voller Säure. Malchus lässt Leichen nicht zerhacken. Er arbeitet mit Säure. Außerdem zwitschern zwei Freundinnen aus Nigeria, dass Malchus einen seiner verfluchten Gorillas losgeschickt hat, um KG zu suchen. Er war nicht der Einzige. Wieso gibt er jemanden den Auftrag, ihn zu suchen, wenn man ihn bereits zerstückelt hat? Der Mord hat also nichts mit Malchus zu tun. Nein. Der Mörder hat Maggie. Ja, das ist ja wahrscheinlich. Kannst du diesmal vorsichtiger sein, Veum? Ja. Ich muss ins Büro und nachdenken. Ja. Also 4 Vormunde bekommen. Ja. Und das waren Alf und Cory Thorvaldsen und Lil und Robert Mobeck, richtig? Mhm. In ihrer Akte beim Jugendamt wird ein Vorfall geschildert, wo sie im Schlafzimmer mit einem Messer auf Robert Mobeck losgegangen sind. Woher wissen Sie das? Ich habe Kontakte. Ich habe da mal gearbeitet. Es sind ehemalige Kollegen. Es war ein Missgeschick. Er wollte das Messer, ich wollte es ihm nicht geben. Warum wärmen Sie diese alte Geschichte wieder auf? Ich habe ein Muttermal entfernt. Zerstückelt? Ich hoffe, es geht dir gut.
Er fährt jetzt los. Schwarzer SUV. Requiem. Eine Plage für die Polizei. Er sucht nach meiner Schwester. Du hast mir nie gesagt, dass du eine Schwester hast. Und diese Veum soll sie also für dich finden, ja? Und deshalb belästigt und verschreckt er jetzt meine Geschäftspartner. Das musst du mir erklären. Belästigt? Ja, er stellt Fragen. Wonach? Einem Raub. Es kann doch sein, dass er in zwei Sachen gleichzeitig ermittelt. Mach mir doch nicht gleich Angst. Du weißt, dass du mit mir reden kannst, oder? Also rede mit mir. Schwester gefunden? Nein. Suchst du noch? Ich weiß nicht, wonach ich suche. Schön ist es hier. Danke. Hat es gerade gestrampelt? Langsam will es raus. Wird dir was Böses antun. Sag mir nur rechtzeitig Bescheid. Aber du musst dann auch Zeit haben. Du bist mein Lieblingschauffeur. Da muss ich erst ins Büro und meine Mütze holen. Sif? Psst. Ein Freund von mir. Er probt hier einmal in der Woche.
Maggie hatte am Freitag einen Kunden. Bob? Nachdem er gegangen war, hatte sich die Haare abgeschnitten und die Schamhaare rasiert. Sie lagen in der Dusche. Können Sie mir helfen, Sif? Ich könnte auch sagen, lassen Sie mich Ihren Arm sehen. Für das schönste Mädchen der Welt ist jetzt Schlafenszeit. So fing es immer an. Wir saßen unten, dann kam er herein. Für das schönste Mädchen der Welt ist jetzt Schlafenszeit. Dann versteinerte sie und ging mit ihm nach oben. Sie wollte keinen Trost. Sie wollte mit mir lachen. Nur manchmal, da schloss sie sich im Bad ein. Und dann hat sie sich Haarbüschel abgeschnitten. Die Geschichte mit dem Messer und Mobeck. Hatten Sie es bereitgelegt, falls er reinkommt? Mhm. Riskant. Angst vor ihm. Seid ruhig! In dieser ganzen Häuserreihe wohnen nur noch Sie und Ihre Hunde, oder? Ich ziehe hier nicht weg. Wollen Sie einen Kaffee? Ja, gerne. Ich habe versucht, Sie... Hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Piepston. Hey, Lil. Mark Veum hier. Ich wollte Ihren Mann sprechen. Margrethe, Ihr Pflegekind, ist verschwunden. Rufen Sie mich an, bitte. Haben Sie sie gefunden? Robert Mobeck. Hat er kein Telefon? Nein. Strahlung. Er ist doch nicht in Stavanger. Wenn Sie mal frei haben, könnten wir mit den Hunden eine Runde drehen. Wessen Schwiegermutter wollten die beiden besuchen? Fragen Sie sie doch gleich selber. Endlich. Ende gut, alles gut. Thank you.
Du wirst begeistert sein. Kannst du mal deine Katzen vergessen? Ich war bei seiner Frau. Sie weiß nicht genau, wie viele Waffen er hatte. Auf jeden Fall aber 2 Jagdgewehre und eine Pistole. Es war eine Luger. Er hat sie nicht aus den Augen gelassen. Sein Schwiegervater hat sie einem Deutschen im Krieg abgenommen. Sein Waffenschrank war so sicher wie ein Schrank eben ist, ja? Und in einer Woche haben wir dann eine Kassiererin in einem abgelegenen Supermarkt, die zitternd da sitzt, weil ihr ein 16-Jähriger auf Speed mit einer Luger vor der Nase rumfuchtelt. Er liegt nicht hier, weil ihm einer eine Waffe klauen wollte, sondern weil sich dieser Walfisch an einem jungen Mädchen vergriffen hat. Ja, ja. Er wird es kaum wieder tun. Das war ja mal ein prächtiges Tier. So, du meinst also, dass Margarete Brink-Monzen am selben Tag verschwunden ist, an dem sie dieser Kerl da vergewaltigt hat, ja? So ungefähr. Und du dachtest, wenn du ihn findest, findest du auch sie. Du hast ihn gefunden, aber er ist tot. So was Blödes. Ist das Intuition? Ja. Gut, gut. Und hättest du freundlicherweise die Güte, mir zu erklären, wieso du mal wieder mitten in einem Tatort sitzt? Er saß hier. Bei einem Apatin. Ja, der wird unterschätzt. Ha? Norwegischer Whisky wird unterschätzt. Ich weiß, es gibt hier viele Möglichkeiten, aber wir müssen warten, was die Techniker sagen. Vorher gibt's hier nichts zu tun. Weder für dich noch für mich. Oder für ihn. Ich bin jetzt untröstlich, fange an zu weinen, weil Morik tot ist? Da kennen Sie mich schlecht. Ich kenne Sie gar nicht. Sie haben Ihren Bruder im Gefängnis 3 besucht, bevor er abgehauen ist. Und ihn nicht erwähnt, als Sie bei mir waren. Nur Maggie. Keine Familie. Es wäre schön, wenn Sie und ich mit offenen Karten spielen könnten. Karl Gunnar hat einem Shell Malthus Anabolika für über 1 Million Kronen gestohlen. Ihre Geschwister wollten nach Amsterdam, um reich zu werden. Maggie! Aber als ihr Bruder ihre Schwester abholen wollte, hatte sie Besuch gehabt. Die beiden sind zu Mobeck gefahren, um sich für die Vergewaltigung zu rächen. Den kaufe ich mir. KG hat Mobeck erschlagen, weil dieses Schwein ihre Schwester einmal zu viel vergewaltigt hatte. Ich wollte Karl Gunnar und Margarete nur helfen, zu verschwinden. Wissen Sie, dass Shell Malthus mein Freund ist? Nein. Er hat mir von der Lieferung erzählt. Ich habe es Karl Gunnar gesagt und ich habe es geplant. Es war meine Idee. Nett, ich mag ihn. Aber ich habe Angst. Deshalb bin ich zu Ihnen gekommen. Ich dachte, Shell hat Sie entführt. Glauben Sie, sie lebt? Hätten Sie mir das alles gleich am Anfang erzählt, dann wäre ich jetzt weiter.
Hi. Ich habe ihr ein bisschen was zu essen und zu trinken gebracht. Sie ist allergisch gegen die Hunde. Sagen Sie, wie alt waren die Kinder, als sie ihr Vormund wurden? 15, 12 und 10. 9. Maggie war 9. Ja, wieso geschieht sowas? Shit happens. Allerdings. Sie haben 95 die Verantwortung für die Geschwister übernommen? Mhm. Oh, ich hasse dieses Ding. Der ist doch grauenvoll. Ja, wir waren 4 Leute im Komitee. Robert und ich. Und Alf und Kari. Dann war Thorvaldsen allein. Der Arme. War schwierig für ihn. Ihre Fahrten nach Stavanger, jeden zweiten Monat. Dasselbe Hotel. Derselbe Mann. Dasselbe Zimmer. Seit der Hochzeitsnacht haben wir einmal miteinander geschlafen. Einmal. Ich fahre nach Stavanger, um dort für 6 Tage Nähe zu fühlen, alle 2 Monate. Man lässt sich nicht scheiden, wo ich herkomme. Maggie wurde in ihrer Wohnung überfallen und vergewaltigt. Letzten Freitag, KG wollte sie rächen. Robert hat sie schon als Mädchen missbraucht. Haben Sie nichts bemerkt? Haben Sie nie bemerkt, dass sie sich die Schamhaare abgeschnitten hat? Nie? Robert kann sie nicht missbraucht haben, dazu war er nicht imstande. Es wurde ärztlich festgestellt. Er war impotent. Warum schützen Sie ihn? Ich habe nichts gewusst. Gar nichts. Gar nichts. Als ich an dem Freitag abgefahren bin, saß er hier zusammen mit Thorvaldsen. Alf, ja? Sie haben getrunken und Schach gespielt. Das haben sie immer gemacht. Jeden Freitag. Ich weiß, dass du geredet hast. Ich weiß alles.
Aber das macht nichts. Das Einzige, was zählt, ist, dass du mich liebst. Wenn du wieder jemanden suchst, dann sprich mit mir, nicht mit Veon, verstehst du? Er soll sich da raushalten, verdammt nochmal. Wir kommen allein klar. Lars! Ruhe! Hast du mir irgendwas nicht erzählt, Lars? Ich höre! Sif Rune ist die Schwester von KG und Maggie. Wieso wusste ich das nicht? Sif hat ihren Nachnamen geändert. Deine Freundin hat das alles geplant. Glaubst du, ich bin blöd? Denkst du, ich bin so dumm und hab das nicht kommen sehen? Das denke ich nicht. Sieht aber so aus. Du warst eine halbe Stunde bei ihr. Maggie. Du, Watson. Hast du sie gefällt? Nein. Doch, hast du, weil du nachher aufs Klo gegangen bist. Mach keine Scheiße. Weißt du, was du mit dem Ich bin der Vater. Ich rede mit ihr. Alles lässt sich reparieren. Vielleicht erfahre ich ja auch, was sie unter dem Pulli hat. Vater. Dann genieße es. Lebt sie? Ja. Wer ist denn da? Leben ist besser, auch Leben in Armut. Ja? Wieso läufst du herum und zitierst ständig Verse aus der Edda? Das kann ich dir sagen. Mein Vater war ein Sadist. Er genoss es, mich zu quälen. Jeden Tag musste ich in sein Arbeitszimmer. Und wenn ich die Antwort auf seine Fragen nicht wusste, dann setzte es Prügel und Verse aus der Edda. Das habe ich meinem Vater zu verdanken. Mein Gedächtnis. Es ist ein Junge. Ich habe nur Weißen.
Lebt sie? Euer Vater konnte 2 Flaschen Branntwein am Tag trinken. 2. Du konntest es nicht lassen. Weißt du, was es für Maggie hieß, als ihre große Schwester wegging? Als ihre große Schwester 16 wurde und einfach verschwand. Weißt du das? Nein, das weißt du nicht. Nein. Tut es weh? Man stirbt nicht davon. Thank you.
nicht schießen. Weißt du noch, wie du die Zahnspange hattest? Erinnerst du dich? Du Arschloch. Gehen Sie! Mochtest du Zöpfe? Mochtest du meine Zöpfe? Du hast die Leute immer so fröhlich angesehen. Dein Blick war so... Und dein Lächeln, wie du gestrahlt hast. Du warst so hübsch. Du bist so hübsch. Nicht schießen, nicht schießen! Tu ihm nicht den Gefallen. Was habe ich dir für deinen ersten Zahn geschenkt? Was hast du zu mir gesagt, als du damit fertig warst, mich zu vögeln? Was hast du gesagt? Was hast du zu mir gesagt, als du damit fertig warst? Das Fest ist noch nicht vorüber, es ist noch kurz. Und? 3758 Gramm. Prima. Ein gesunder kleiner Junge. Okay. Glücklich? Ja, das bin ich, ja. Hast du es zur Geburt geschafft? Mach für den Katzenmörder? Mhm. Die Katzenmörder. Es waren zwei kleine 13-jährige Mädchen. Das Schlimmste war nicht einmal, dass sie getötet haben, sondern das vorher. Sie spielen einfach zu viele Computerspiele. Na ja, ich habe hier noch ein Geschenk für dich. Hier, das lag in der Tiefkühltruhe. Sieh mal ins Hinterteil, da ist tolles Zeug drin. Frag mal Malthus, ob es das ist, was er vermisst. Intuition. Alles klar. Ich danke dir. Spende den Finderlohn für Bergens arme Vögel. Damit du sie nicht retten musst. Ruft dich schon wieder die Pflicht? Alles Gute. Es gibt noch viele Katzen zu retten. Viele Katzen.
Drowning deep.